Und es geht los. Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum ersten Part der Hannover 96 Karriere hier auf meinem Kanal. Der vielleicht größte Hannover 96 Fan in der YouTube-Szene, zumindest bei den FIFA-YouTubern, zeigt euch heute den Beginn seiner Trainerkarriere und zwar bei den Roten, auch wenn ich zugegebenermaßen das Ganze hier mal nicht Max MGT nennen werde, sondern tatsächlich Daniel Stendel, weil man mich in diesen Charakteren sowieso nicht wiedererkennt und weil Stendel ein guter Trainer ist und ich möchte, dass er ganz lange da bleibt. Ja, heute geht's auf jeden Fall, wie gesagt, los. Wir versuchen, meinen Lieblingsverein aus der zweiten Liga irgendwann mal wieder in die erste Liga zu bringen. Das Ganze wird nicht täglich kommen, sondern nach Uploadplan einmal bis zweimal die Woche. Könnt euch also auf jeden Fall darauf freuen. Ihr habt natürlich in gewisser Weise Mitspracherecht, aber bei 96 werde ich es anders als bei City so machen, dass ich den Großteil der Sachen doch selber entscheide, weil das mein Verein sozusagen ist und ich da nicht einfach irgendwelche Spieler random verkaufen und kaufen kann. Das geht mir nicht übers Herz. Das funktioniert einfach nicht. Wenn es euch trotzdem gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 1000 Likes für die erste Episode wären auf jeden Fall krass, ob er diese Marke schaffen könnte. Ich weiß es nicht. 750 wären vielleicht auch schon mal eine ganz gute Marke. Momentan ist ja noch so ein bisschen der Hype nicht auf meinem Kanal angekommen. Vielleicht wird das noch irgendwann. Würde mich zumindest super freuen. Videobeschreibung sind Links. Amazon könnt ihr das Spiel kaufen. Social Media Links von mir. Facebook, Instagram, Twitter und so weiter und so fort. Mein Merch Store ist da auch noch. Und IG Vault für Coins könnt ihr auch vorbeischneiden. Würde ich mich darüber freuen. Wir starten rein. Trainerkarriere. Wir nehmen die 60%ige Erhöhung mit. Wir nehmen globales Transfernetzwerk mit und gehen zu Hannover 96. 11 Millionen Transferbudget. 68 Millionen Vereinswert und wir sehen das Ganze hier von den Zielen schon. Ich bin gespannt. Erstmal machen wir den Trainer. Das Ganze hier wird übrigens ja live kommentiert und gecuttet wie die letzten Karrieremodi mit Dortmund und Liverpool beispielsweise, aber es wird auch in gewisser Weise Elemente enthalten wie der Newcastle-Karrieremodus letzte Saison bzw. letztes FIFA und zwar nachkommentiert im Sportschau-Style. Es wird immer pro Episode zwei Spiele geben, eins live und eins Sportschau-Style, damit beides abgedeckt ist. Ist ziemlich nice, oder? Schreibt es mir in die Kommentare. Es ist ja immer so ein bisschen eine Frage, ob das mit den Stadien funktioniert. Ich habe mich jetzt hier für das El Grandioso entschieden und das Niedersachsen-Stadion natürlich, weil es ja die Arena offensichtlicherweise nicht gibt. Das Waldstein ist mir zu blöd. Ob das jetzt funktioniert in diesem Jahr, weil ich aktuelle Runterladen genommen habe und nicht aktuelle individuelle, wobei das eigentlich auch egal ist. Ja, ist halt die große Frage, ob das nicht doch das Waldstadion wird. Ich hoffe einfach nicht. Umfassendes Vereinsmanagement, wir kennen schon aus dem Gladbach-Karrieremodus, gibt jetzt nichts Großartiges dazu erwähnen. Miralem Pjanic scheint irgendwie das Thema in jedem Karrieremodus zu sein. Man will ihn anscheinend pushen. Wir haben als erstes mal die Möglichkeit, unser Turnier auszuwählen, an dem wir teilnehmen wollen. Wir sind ja mittlerweile Zweitligist, haben nicht mehr so unbedingt die Kohle, aber das Einfachste ist hier auch das mit dem höchsten Preisgeld. In Spanien unter anderem gegen Barjak, Numancia, Lugo, dann noch gegen KV Mechelen ist das, glaube ich. Das geht also, nehmen wir. Wir spielen in der Gruppenphase gegen Medipol Bajakche hier, Numancia und Cadiz. Das heißt, es wird interessant. Und jetzt kommen wir zu den Erwartungen und da gucken wir uns das Ziel natürlich mal an. Kurzfristig, Nachwuchsentwicklung ist ja bei Stendel ein ganz großes Thema. Verpflichtet mindestens zwei Jugendspieler unter 20 Jahren mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet. Ja, Potenzial ist ja nicht so schwierig, ne? Also nehmen wir einfach einen Torwart, weil, na, wobei Königsmann, naja, ist auch egal. Verpflichte einen Spieler mit einem Potenzial von über 75 in deiner Nachwuchsmannschaft und sorge damit für eine Verbesserung ihres Gesamtwerts um mindestens 10 Punkte. Ja, viel zu schnell geredet, ich weiß. Ist aber auf jeden Fall ein cooles Ziel. Markenpräsenz, verpflichte einen wichtigen Mittelfeldspieler. Naja, müssen wir mal schauen, wie ich das mache. Ja, keine Ziele, kontinental ist irgendwo logisch. Und national, Ligameister werden in der zweiten Bundesliga und 132 erreichen den Pokal. Das sollte nicht so schwierig sein. Ligameister ist ambitioniert, ist aber auch das Ziel von 96. Dementsprechend müssen wir uns daran halten. Und dann haben wir hier noch Vereinswert über drei Saisons um 100% verbleibende Saisons. Erhöhe den Vereinswert in drei Saisons über 100%. Da bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Was ganz wichtig ist, es steht ja geschrieben, ich soll Mittelfeldspieler verpflichten. Ich will aber eigentlich gar nicht so viel Transfers machen. Warum, erkläre ich euch gleich. Eggestein wäre an sich ganz interessant, ist aber noch ein bisschen zu schlecht in FIFA. Kreilach, ich glaube auch, das ist der Falsche, ne? Ich glaube, Johannes Eggestein war der so Gute. Ich weiß gerade nicht. Kreilach ist ein geiler Spieler. Wäre der Mittelfeldspieler, den wir eventuell brauchen könnten. Mal schauen. Und Robert Juhl mag ich einfach, aber eigentlich brauchen wir ihn nicht. Unsere Scout schicken wir einmal nach England, den Kollegen schicken wir nach Österreich, glaube ich, und den nach Belgien. Das war irgendwie, nee, der ist nach Belgien, okay. Der Kollege ist in Norwegen und der Kollege ist in Deutschland, müssen wir mal schauen. Mittelfeldspieler, wenn schon, denn schon. Allrounder, Distanzschütze und Stammspielerqualität. Wird sehr schwierig, das zu finden. Eine kurze Kartanalyse. Wir haben Schauner, Radlinger und Königsmann. Das wird folgendermaßen laufen. Ich werde Radlinger verleihen. Das liegt einfach daran, dass ich auf Königsmann setzen möchte, wenn Schauner mal nicht gerade gut spielt. Schauner wird erstmal die Nummer 1 sein. Das liegt daran, dass das eine Realität ist und dieser Karrieremodus sehr auf Realität gepolt sein wird. Oliver Sorg und Arkenberg auf rechts. Das ist erstmal ausreichend. Waldemar Anton in der Innenverteidigung zusammen mit Timo Hübers, mit Florian Hübner, Stefan Strandberg, André Hoffmann, Philippe. Das ist definitiv in Ordnung, zumal wir auch noch Salif Sané haben, den ich in der Innenverteidigung auf jeden Fall eingeplant habe. Da werde ich eventuell sogar
ein bisschen was tun. Beispielsweise werde ich einen Timo Hübers, ich kann es eigentlich auch jetzt machen, auf die Leihliste setzen und einen André Hoffmann werde ich tatsächlich auf die Transferliste setzen, weil der für mich keine wirkliche Rolle mehr bei 96 in Realität spielt und auch in diesem Karrieremodus nicht, einfach weil ich den Typen auch nicht mehr mag mittlerweile. Mikko Albornoz auf links, dazu haben wir keinen, da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachlegen, eventuell, aber Edgar Pripp ist ja theoretisch da, den Vertrag verlängern wir auch direkt mal, einfach weil Mikko für mich relativ wichtig ist als Spieler, wichtiger Stammspieler bleibt da. So, dann haben wir auf der 6 Salif Sané, der bestbewertete Spieler in der zweiten Liga. Wir haben Manuel Schmiedebach, Bakalotz und das war's auf der 6, warte mal, ich wollte ins zentrale Mittelfeld. Genau, Ivar Fossum, das sind auf jeden Fall 6 Spieler, beziehungsweise 3 Spieler, die sich darum streiten müssen. Sané ist normalerweise halt Innenverteidiger, deswegen der nicht unbedingt, aber diese 3 Spieler werden sich um diese Position mit Edgar Pripp zusammen noch streiten. Und dann Felix Klaus offensiv, dann haben wir da noch Uwe Bech, Kenan Karaman, Noah Joel, Sarin Renbase, Martin Harnik. Ihr seht, die Offensive ist zu groß, Marius Wolf werde ich verleihen, dazu noch ein Sebastian Mayer als Zehner, der leider Gottes nicht so stark ist wie in Realität am Anfang. Arthur Sobürg, Baba Kagi, Niklas Füllkrug, Charlie Benchop und Mevlüt Erdinç, der verliehen ist. Ich werde den Kollegen Benchop tatsächlich auf die Leihliste setzen für ein Jahr, genauso wie Gie. Bei dem denke ich mal, dass es nicht passieren wird, aber bei Benchop könnte ich es mir vorstellen. Also einen von den beiden müsste ich eigentlich verleihen. Und auf den Flügeln weiß ich ehrlich gesagt nicht so wirklich, was ich tun soll. Denn da habe ich eigentlich zu viele Spieler. Und deswegen überlege ich tatsächlich, einen Karaman auch für ein Jahr auszuleihen. Es ist eigentlich Schwachsinn, weil der Junge gut ist und weil wir ja auch theoretisch breit im Kader brauchen. Aber wenn ein richtig krasses Angebot kommt, wo ich sage, okay, da spielt er definitiv, könnte ich ihn verleihen. An sich ist es aber nicht zwingend geplant. Ich will das Ganze so spielen, wie 96 momentan auch in Realität macht. Schauner, Sané, Anton, Sorg, Albornoz, Fossum, Schmiedebach, Meier, Sobe, Klaus und Harnik im 4-3-3. Was einfach daran liegt, dass zwar 96 offiziell im 4-2-3-1 spielt, das aber eher an 4-3-3 erinnert, weil Harnik und Klaus doch schon sehr offensiv spielen, beziehungsweise die letzten Spiele waren es Karaman und Klaus, beziehungsweise werden davor rechts gespielt. Füllkrug. Schweren Herzens werde ich auch Noah Joel, Sarin Renbase auf die Transferliste setzen, beziehungsweise auf die Leihliste. Einfach weil ich befürchte, dass er sonst nicht genug Spielpraxis bekommt. Allerdings steht es noch lange nicht, dass ich den wirklich verleihe, weil wir haben auf der rechten Seite zwar mit Harnik, Bech und theoretisch noch Karaman genug Spieler, aber auf links haben wir halt Klaus, Pripp, der aber ja auch für andere Positionen eingeplant ist und dann so gesehen auch nur noch ein Karaman und von daher weiß ich halt noch nicht so wirklich, zwar kann Füllkrug da auch spielen, aber das habe ich jetzt nicht wirklich geplant und dementsprechend, ja, denke ich mal, dass wir das ohne Sarin Renbase verleihen zu müssen, schaffen werden, genau. Je länger ich mir das hier angucke, desto eher fällt mir auf, Sebastian Mayer reicht mit 68 eigentlich nicht. Normalerweise ist der, wie gesagt, ein ziemlich guter Spieler, aber ich sehe den halt in FIFA leider Gottes nicht so stark. Dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, für den als Stammspieler sogar einen Zehner zu holen und Mayer dann quasi als Ersatzspieler nur spielen zu lassen. Das wäre dann ziemlich der einzige Transfer, den ich noch machen würde. Innenverteidiger brauchen wir eigentlich nie, weil wir Philippe noch dazu haben. Wir haben noch einen Florian Hübner dazu. Das reicht. Allerdings, und Arkenberg auch noch, aber wie gesagt, ein Stürmer brauchen wir auch nicht, ein Zehner, aber theoretisch wäre ein guter Transfer, werden diese eine Challenge abgeschlossen, die ich ja machen soll. Vielmacher und Distanzschütze jetzt anstelle von Allrounder und Distanzschütze, mal sehen, ob wir da was finden werden, die Position nehmen wir nochmal auf offensives Mittelfeld, ich habe aber schon einen Blick, der ist allerdings nicht unbedingt Distanzschütze, habe ich aber für mich persönlich als ganz interessant empfunden. Ich weiß, dass nach diesem Jungen geschrien werden wird im Borussia Mönchengladbach-Karrieremodus. Ich könnte ihn mir aber auch bei 96 vorstellen. Liegt daran, er ist ein guter Kumpel von Ivar Fossum. Er ist ein Norweger. Wir haben mit Strandberg und Fossum schon 2. Und er ist ein junges Talent, das in der zweiten Liga, die Leihe würde auch von Real Madrid-Seite aus theoretisch Sinn machen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Das ist nicht wirklich realistisch. Aber nur als Leihe wäre das auf jeden Fall eine Option. Was sagt ihr? Ich werde es nicht machen, bevor es von euch abgesehen ist. Ich packe einen Strawpoll-Link in die Videobeschreibung. Ob ihr euch vorstellen könntet, dass wir ihn natürlich hier im Karrieremodus, nicht in Realität, sondern hier im Karrieremodus für 96 verpflichten würden und er dann quasi auf der 10 spielen würde und mit Sebi Meier konkurrieren würde. Für mich wäre das ziemlich cool, aber wenn ihr sagt, ihr hättet lieber bei Gladbach, da werde ich auch die Reaktion auf die erste Episode vom Gladbach-Karrieremodus abwarten, dann kann ich ihn theoretisch auch zu Gladbach packen. Stammspielerqualität ist natürlich immer so ein bisschen eine Sache, gerade in Norwegen und so. Ich weiß halt nicht, wie FIFA das interpretiert. Man sollte das irgendwie anpassen, so auf die jeweiligen Vereine und die Ligen, aber das machen sie ja noch nicht. Und man sollte auch irgendwie nur bestimmte Aufträge für bestimmte Scouts festlegen. Beispielsweise jetzt der, den hätte ich ganz gerne nur in Norwegen, aber das geht halt leider nicht. Schade, mal sehen, was er mir trotzdem bringen wird und ob er mir was bringt. Die Idee mit dem Norweger bzw. Skandinavier habe ich mir jetzt schon in den Kopf gesetzt. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich extrem Skandinavier allgemein extrem gerne mag. Nicht nur im Fußball, sondern auch in Realität. Dementsprechend wäre das eigentlich ganz cool. Mal schauen, ob wir es machen können. Aufstellung ist jetzt erstmal extrem B11-lastig. Radlinger, Arkenberg, Hoffmann, Philippe, Pripp, Schmiedebach, Bakalotz, Benchop, Bech, Guy und Karaman oder Guillet. Der einzige Stammspieler ist unser Kapitän und das ist Manu.
Rein geht's in die Partie. Wir sind drin und wir machen direkt das 1:0 durch Kenan Karaman. Das ist doch sehr, sehr schön. Oder wie unser Stadionsprecher sagen würde, Kenan! Das ist wirklich geil. Der hat so eine heftige Betonung bei dem. Benchop kriegt die gelbe Karte, spielt heute 10er. Kann er übrigens auch, zumindest konnte das letztes Mal, Valkark oder Valsars oder so, macht den Ausgleichstreffer nicht so schön. Übrigens heute noch kein Ingame-Sound, außer ich spiele noch eine Runde. Glaube ich aber eher nicht. Das wird die nächsten Male dann eventuell anders werden. Ich muss gucken mit dem Synchronisieren, da habe ich mit der Elgato so ein bisschen Probleme. Nur 1-1 gegen Numancia. Das ist nicht so schön. Aber wir spielen halt auf Legende, ne? Karaman verlängert direkt mal seinen Vertrag. Gerade Tor, jetzt Vertragsverlängerung. Schöner Tag für ihn. Ich mag Jul halt schon echt gerne, der sieht schon ziemlich stark aus, er ist mir leider Gottes nur ein bisschen zu langsam für die 10er-Position, ansonsten wäre der cool gewesen. Krailach wäre einer fürs zentrale Mittelfeld, der hat es auf jeden Fall drauf, der ist auch richtig, richtig stark in Realität, finde ich. Ich mag den sehr, sehr gerne, aber ich glaube, wir sind einfach auf 8 zu stark besetzt. Man könnte Fossum auf die 10 setzen und dann Krailach ins zentral-offensive Mittelfeld, aber er ist halt kein Skandinavier, das ist ein bisschen schade. GG ist leider auch dieses Jahr wieder nicht vielversprechend. Dafür aber Waldemar Anton und den trainieren wir hier auch gleich. Hat das beste Ergebnis dazu. Fülle, Karaman, Noah und Iva. Einer meiner Lieblingsspieler, das kann doch nicht wahr sein, aber egal, noch muss er ja nicht verlängern. Im Winter, wenn wir dann aufgestiegen sind, macht das hundertprozentig. Kadir hat die erste Spiel gegen Medipol Bajikshir gewonnen. Jikshir, ach, ist mir auch egal. Und wir müssen jetzt mit einer etwas veränderten Aufstellung gegen die bestehen. Schauner steht unter anderem Kasten, Strandberg, Hübner, Innenverteidigung, hoffen wir mal auf A6. Sorke ist standardmäßig in eine Rechtsverteidigerposition gerutscht und vorne drin spielt Füllkrug anstelle von Mr. Guillet, der jetzt aber reinkommt für Füllkrug. Na super. Wir dürfen nicht wieder ein Gegentor kassieren. Jetzt in dieser Phase der Partie. Harnik kommt für Karaman. Noch ein Unentschieden wäre auf jeden Fall okay. Aber Pripp macht sogar den Führungstreffer. Und das ist super, weil so gewinnen wir gegen Cadiz. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Während Medipol 4-0 gegen Numancia gewinnt. Und wir haben gegen die Unentschieden gespielt. Und jetzt gehen wir gegen Cadiz, gegen die wiederum Bajelchi verloren hat. Seltsame Gruppe. Eintracht Frankfurt ist sehr an einem Kauf von André Hoffmann interessiert, aber 4,5 Millionen, wenn er auf der Transferliste steht, könnten es schon sein. Arkenberg würde gerne spielen, darf er gleich wieder in der Partie gegen Bajajne. Das Ding ist übrigens, nehmt mir jetzt nicht übel, dass ich Hoffmann verkaufen will. Für mich hat er einfach seit seiner Verletzung nach der Rückkehr, er wollte dann ja nach Köln, dann hat er nicht mehr wirklich gut gespielt, sich wieder verletzt. Für mich gehört der einfach mittlerweile schon nicht mehr so wirklich zum Kader dazu, deswegen kann ich mir gut vorstellen zu verkaufen. Warum er immer noch so viel Potenzial hat, er ist ein guter Fußballer, aber ich weiß es nicht. Vielleicht wird er das irgendwann erreichen, aber ich möchte ihn persönlich nicht unbedingt mehr haben und kann mir da eher wen anders vorstellen, wie Anton aufzubauen, auch wenn er vielleicht ein bisschen schwächer ist, aber ein bisschen Realismus darf in dem hier definitiv sein. Als nächstes darf Sebi Meier ein bisschen Eigenwerbung betreiben auf A10. Benchop ist dafür in den Sturm gerückt und wir haben dazu halt Arkenberg reingenommen. Holmen macht direkt mal das 1:0 und Strandberg kriegt gelb, das heißt zwei Skandinavier im Einsatz natürlich mal wieder. Mit Uwe Bech haben wir sogar zwei Tore in einer Minute, egal. Wir haben fast, also bis auf den Finn haben wir alles dabei. Wischka kommt für Ünder und Strandberg kriegt gelb-rot. Doka 3-1. Ja, das ist eine bittere Niederlage. Ich hoffe, wir sind trotzdem weiter. Numancia verliert gegen Cadiz. Ich glaube tatsächlich nicht. Wobei, wir haben gegen Cadiz gewonnen. Ich glaube trotzdem nicht. Ne, wir sind tatsächlich rausgeflogen. Ach du meine Güte. Na, das geht ja natürlich super los. Ich hoffe, dass unser Vorstand nicht zu böse ist. 1,25 Millionen kriegen wir nochmal an Gehalt, beziehungsweise an Geld. Ja, gut. Im Endeffekt haben wir dann die 60%ige Erhöhung, die uns ein bisschen weiterhilft. Wir brauchen das Geld ja außerdem nicht. Ist natürlich nicht so schön, dass die Form jetzt zum Saisonstart nicht ganz so toll ist, aber muss man mit leben. Wir haben zwei Bs, ein F und ein D und ein C bei Anton. Ist in Ordnung. Der FC Thun würde so... Der FC Thun möchte Basé haben, aber ich bin momentan eher auf dem Trip, wie gesagt, den nicht auszuleihen. Er ist halt nur auf der Liste aus Prinzip. Frankfurt hat akzeptiert. 4 Millionen, ich bin ein bisschen entgegengekommen und jetzt wechselt André Hoffmann wohl in die Mainstadt. Ich bin gespannt, ob er den Vertrag unterschreiben wird. Kevin, weil wäre auf der Position auf jeden Fall eine Option. 74 Fernschüsse, 81 Schusskraft, dazu Spielmacherqualitäten, Flanken ist einigermaßen gut, Tempo geht auch noch gerade so in Ordnung. Ich bin mal sehr interessiert daran, was ihr darüber denkt, Möwald eventuell zu holen und was ihr allgemein zu Ödegaard denkt, aber vorher werde ich halt nichts machen, weil bevor ich diese Meinung habe, kann ich halt auch nichts machen, rein gewissens. Ein letztes Mal noch Training für diese Episode, dann sind wir erstmal durch mit dem ersten Teil der Hannover 96-Karriere. Passenderweise steigen Füllkrug und Noah Joel Sarin Renbar See zum Abschluss der ersten Episode. Das ist doch sehr schön. Wenn es euch gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für diesen Karrieremodus, bei dem wir versuchen, meinen Verein zurück zu altem Erfolg zu führen. Wir sind momentan, ja ich sag mal, Mitte, Ende Juli. Wir haben Spieler verkauft. Das wird wahrscheinlich André Hoffmann sein und warten jetzt nochmal ab, was hier die nächsten Tage so passiert. Transferangebot für Charlie Benchop, Deportivo Alavés.
Cash. Möchte den gerne ausleihen, das werde ich direkt machen, weil das ist ein Aufsteiger und ich denke mal, da wird er spielen. 72er Rating, das passt sehr gut und da kann er Spielpraxis sammeln. In Realität ist er leider Gottes immer noch verletzt. Deutschland ist abgegrast, haben wir nichts mehr gefunden. Spieler ist verkauft, sehen wir hier schon. Spieler ist verliehen, sehen wir auch. Und Philippe würde gerne die Position von Hoffmann übernehmen und das ist ja auch genau mein Plan. Den Auftrag wandeln wir nochmal eben zu Distanzschütze und Vielversprechen, weil in Norwegen finden wir immer noch nichts. Und auch an den anderen Orten ist das sehr, sehr mau, was wir bisher gefunden haben. Aber hier haben wir Henriksen, der ist nur leider Gottes ein bisschen zu gut. An sich wäre das ein geiler Transfer, aber der ist erstens nur verliehen und zweitens, wie gesagt, auch einfach zu gut. Trotzdem war es dann erstmal von dieser Episode. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung aus, schreibt mir in die Kommentare eure Meinung zu den potenziellen Transfers von Möwald oder auch beispielsweise Martin Ødegaard. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich denke mal, das Ganze wird am Freitag oder Samstag sein. Habt den Uploadplan gerade nicht genau im Kopf. Aber ihr könnt ihn im Notfall auch nicht nachvollziehen. Ist aber auch egal. Bis dann, macht's gut, habt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.